Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Nimm dir für diesen Vorgang den Dieselfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So kannst du die Kraftstoffdirne sehen, die sich unten links im Motorraum befindet. Nimm dir eine Ratsche und einen T25 Torx-Einsatz, um die 5 Halteschrauben am Dieselfilterflansch zu entfernen. Heble dann den Rand der Abdeckung mit einem dünnen Flachschraubendreher vorsichtig auf, um sie zu entfernen. Hebe den Deckel vom Flansch ab. Entferne den Flanschfilter mit einem Flachschraubendreher. Leg ihn in einen Auffangbehälter. Du kannst diesen auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du musst nun den Filter entleeren. Entferne das Dieselöl mit einer Spritze oder einem Saugwerkzeug, sodass du dann den Flansch vollständig mit Haushaltspapier reinigen kannst. Nimm dir einen neuen Filter. Vergleiche den neuen Filter mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Füge das neue Filterelement ein, indem du es bis ganz nach unten in den Filterkasten schiebst. Da dein Fahrzeug nicht mit einer Kraftstoffbirne ausgestattet ist, musst du unbedingt den Filter vorfüllen, bevor du deinen Wagen wieder startest. Nimm dir einen mit Diesel gefüllten Behälter und befülle den Filter. Bring die 5 Halteschrauben am Flansch wieder an. Vorgang beendet. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen.